Jo, was geht ab, Leute? Energize hier und heute habe ich für euch einen ganz kurzen MW3 Gameplay. Ist eine schnelle Free-for-All-Mob auf dem Map Seetown mit der MP7, nichts Besonderes. Es war so ungefähr 2 Minuten 20 ungefähr. Aber noch ganz viele Host Migrations dazwischen, also okay, zwei Stück, aber musste halt so kleincutten, das sieht richtig scheiße aus. Also beschwert sich bei Infinity Ward und beim Kinemos, bei dir nicht bei mir. Einfach Host Migrations, deswegen war das Gameplay hier in mehrere Parts geschnitten. Nichts Besonderes, einfach zu 2 Minuten 20 Free-for-All-Mob, mehr nicht. Und ich komme direkt erstmal zum Thema, weil das Spiel ist, das Gameplay ist nicht wirklich lange, und zwar heute kommt ja GTA 5 Online raus, also ich mache das Gameplay, ich mache das Commentary gerade an dem 1. Oktober. Kam vielleicht lade ich das Gameplay auch irgendwie später hoch. Und heute kommt ja GTA 5 Online raus und ich bin echt gespannt, so wie das wird online, weil ich habe noch keine Ahnung, was man überhaupt online alles machen kann. Also ich weiß, dass man halt einfach so da mit Kollegen einfach irgendwo sowas in der Stadt machen kann, einfach mit Karren rumschießen oder Polizisten abknallen und sowas, das weiß ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie Missionen gibt oder irgendwie sowas in der Art oder irgendwie richtig Geld verdienen kann, dass man da sich Sachen kauft und alles, aber davon habe ich echt keine Ahnung, weil GTA 4 online war, habe ich früher gezockt ein paar Mal auf PS3 und das war übelste Scheiße langweilig. Und das war übelstes, keine Ahnung, übelst laggy irgendwie. Das war jetzt genau wie Black Ops 2 auf Xbox nur noch schlimmer. Irgendwie, da connecten die es gar nicht, habe ich das Gefühl. Vielleicht lag es auch einfach nur an mir oder so. Aber keine Ahnung. Also ich bin echt mal gespannt, wie das wird. Also falls ihr da schon zockt oder schon gezockt habt oder gar am Zocken seid, was weiß ich, dann lasst mir wissen in den Kommentaren, was ihr davon haltet und was ihr so alles macht. Und ich werde auch bestimmt so in ein, zwei Wochen mal so eine Open Lobby machen mit allen Abonnenten. Einfach ein bisschen GTA 5 zocken, einfach mal aus Fun. So als Dankeschön, keine Ahnung, irgendwie so. Weil COD kann man es nicht wirklich machen, aber GTA schon auf jeden Fall. Und ich wollte heute eigentlich mit einer neuen Serie anfangen, aber ich weiß noch nicht, was für eine Serie ich ganz genau machen werde. Also es wird auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich was hier mit irgendwie irgendwas mit Free-for-All-Mobs und Nukeouts und Nukes machen, MW2, MW3, Black Ops 2, aber da habe ich doch umentschieden, weil ich muss noch voll an Free-for-All gewöhnen. Und deswegen gucke ich noch, was ich mache. Also ich werde wahrscheinlich so in ein, zwei Tagen mit der Serie anfangen, oder mit spätestens in drei. Deswegen gibt mir da ein bisschen Zeit und ihr werdet da auf jeden Fall eine schöne Serie sehen auf dem Channel, bis Ghost rauskommt. Und ja, das war's eigentlich so ziemlich zum Gameplay-Commentary. Muss hier das Commentary schnell machen. Ich werde es wahrscheinlich gleich oder spätestens morgen GTA 5 online zocken. Mal gucken, wie es ist. Liken nicht vergessen und Kommentaren nicht vergessen. Und 400 Likes dann wieder geil und haut rein. Verbündete Moa kommt!